Die Sonne ist eine unvorstellbar große Energiequelle. Nicht nur die Bürger, sondern auch Städte und Gemeinden wollen sich diese unerschöpfliche Energie zunehmend zunutze machen. Auch die Stadt Straubing will sich dieses gewaltige Potenzial nicht entgehen lassen. Und so entstand der Bürgersolarpark Lerchenheid, der am Mittwochnachmittag offiziell in Betrieb ging. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Schritt ist. Das ist ein praktisches Beispiel für das, was in der Energiewende jetzt gefordert ist, neue regenerative Formen der Energie vor Ort umzusetzen in einer Kommune. Und bei uns ist heute ein ganz wichtiger Maßstab, dass wir die Bürger dabei mitnehmen, dass wir ihnen die Chance geben, auch von dieser Entwicklung teilzuhaben und auch zu profitieren. Deshalb gibt es bei uns den Grundsatzbeschluss, wir machen solche Freiflächenanlagen nur dann, wenn mindestens die Hälfte der Leistung auch für eine Bürgersolaranlage zur Verfügung steht. Die Bürgerenergie 1 war bereits im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Damals wurden die ersten Solarmodule in Lerchenheid angebracht, die unter anderem von den Bürgern aus dem Landkreis finanziert wurden. Jetzt sind rund 50.000 weitere Module hinzugekommen. Damit zählt der Solarpark zu einem der größten im Freistaat. Eingespeist wird der Strom im 3,5 Kilometer entfernten Umspannwerk Kargas. Ja, es ist so, da wo wir uns jetzt befinden, das ist der zweite Teil der Anlage, Lerchenheid 2 nennen wir es mir, oder auch Bürgerenergie 2. Die umfasst also insgesamt 22 Hektar Fläche und auf dieser Fläche von 22 Hektar sind insgesamt 50.360 Solarmodule verbaut worden. Das ergibt eine Nennleistung von 12,3 Megawatt. Und mit diesen 12,3 Megawatt können wir also ca. 13,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Verantwortlich für den Solarpark Lerchenheid ist eine neu gegründete Betreibergesellschaft, zu der die Stadtwerke Straubing, die Gemeinde Atting und die Firma GSW Gold Solarwind gehören. Insgesamt wurden rund 43 Millionen Euro in das Projekt investiert. Wichtig ist dabei den Verantwortlichen vor allem, dass sie gemeinsam mit den Bürgern an der Energiewende arbeiten. Zielsetzung bei der Gründung der Bürgerenergieanlage Straubing war, aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Denn jeder interessierte Bürger kann Anteile kaufen und so zum Energiewirt werden. Das ist die Besonderheit hier, dass das nicht einfach so eine Photovoltaikanlage ist, sondern es ist eine Bürgeranlage, dass sie wirklich also die Bürger an dem Profit hier beteiligen können. Auch. Es ist also möglich, ab Ende Juni, Anfang Juli, dass man sie beteiligen kann, ab einer Summe von 5.000 Euro pro Person. Und wir rechnen mit einer Rendite von 7%. Und das ist ganz ordentlich in der jetzigen Zeit. Neben dem großen Solarpark in Straubing wurde zusätzlich in 5 Windkraftanlagen in Niedersachsen investiert. So sollen Wind- und Solarenergie sinnvoll verknüpft werden. Denn im Sommer produzieren die Photovoltaikanlagen deutlich mehr Strom. Bei den Windkraftanlagen ist es genau umgekehrt. Bei dieser Region, wo wir sind, ist also die Besonderheit, dass wir hohe solare Einstrahlungswerte haben. Die sind also hier 15% höher wie im Norden von Deutschland. Deshalb bietet sich hier diese Region an, dass man also mit Sonnenstrom Strom erzeugt, also mit solarer Einstrahlung. Der Wind hier ist zu wenig, dass man hier Windkraftanlagen macht. Also im Norden von Deutschland kann man Windkraftanlagen machen. Im Süden ist also besser, Photovoltaik zu machen. Der Strom des Bürgersolarparks Lerchenheid ist aus der Region für die Region, wie es die Verantwortlichen immer wieder betonten. Jeder Bürger oder jede Firma des Landkreises Straubing-Bogen kann somit zum künftigen Energiewirt werden und damit die Sonne optimal nutzen.